Willkommen zurück bei Star Trek Online. Wir sind immer noch in der Vergangenheit im 23. Jahrhundert. In der letzten Folge hatten wir ein bisschen ein Problem mit einem Quest-Bug, den konnten wir aber dank des Internets helfen, weil andere Leute diesen Bug auch schon hatten. Und konnten die Quest letztendlich dann doch lösen. Allerdings musste ich dazu die gesamte Mission neu starten. Aber naja, was soll's, es hätte schlimmer sein können. Ich muss keinen Spielstand manipulieren, geht sowieso nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich muss mit keiner Cheat-Konsole rumeiern. Hallo? Ich muss wirklich auf die Tastatur springen, das ist... Geht nicht anders. Gut. Die hatten wir auch schon. Allerdings bedingt durch den Bug müssen wir es halt nochmal sammeln. Integrieren Sie die Subraum in den Scanner der Station. Das war da drüben. Sollte die Folge jetzt überraschend kurz werden, schneide ich es natürlich mit der letzten Folge zusammen, dann ist die halt ein bisschen länger. Aber so 7 Minuten Folgen oder 10 Minuten Folgen mag ich nicht. Bin ich kein Freund von. Supramen mit der integrieren. Jetzt kriegen wir dann diese Hyronalin-Quest. Es funktioniert zwar, der Emitter hat die aktiven Scanner für diese Station justiert. Was entnehmen Sie diesen Messungen? Das haben wir schon gelesen, aber ich lese es trotzdem nochmal. Die Abbindung zeigt, dass die Station mit triolischer Strahlung durchflutet wird. Die Strahlung kommt vom Triffenkometen. Der Komet selbst emittiert riesige Mengen triolischer Energie. Die Devidianer müssen erkannt haben, dass dies eine natürliche Energiequelle ist und sie nutzen sie als einfache Möglichkeit, um eine Synchronisation mit uns zu erreichen. Das ist wie im Kielwasser eines Schiffs auf dem Wasser zu fahren. Aber das ist nicht alles, was sie tun, Sir. Sie nutzen die triolische Energie und reichern sie mit Gronitonpartikeln an. Damit können sie genügend Energie haben, um die gesamte Station aus der Phase zu ziehen. Vielleicht sogar den gesamten Sektor, wir müssen sie aufhalten. Dann, der Komet ist der Schlüssel, Sir, aber ohne Schiff können wir nichts gegen den Kometen ausrichten und ich glaube nicht, dass ein Schiff des 23. Jahrhunderts den Job erledigen kann. Mit diesen Informationen ist es klar, dass wir eine Lösung finden müssen, um den dritten Kometen zu zerstören, Sir. Wir können einen der Hilfsreaktoren synchron zum Supramemitter verwenden, den wir auf der Station haben, um ein temporales Portal zu erschaffen, das uns zurück in unsere Zeit bringt. Wenn wir zurück sind, müssen wir uns melden und eine Möglichkeit finden, ein Schiff mit zurückzunehmen und den Kometen zu zerstören. Also harmonieren Sie einen Hilfsreaktor, um ein temporales Portal zu generieren. Ja, ich nehme jetzt schon wieder über eine Stunde auf, eineinhalb Stunden ungefähr, mit Fehlersuche und so weiter, das habt ihr ja nicht mitbekommen. Die Fehlschläge und das alles, das sind schon mehr als eineinhalb Stunden, die ich schon wieder aufnehme. Das ermüdet ein bisschen. Aber gut, hilft nichts, müssen wir durch. Ich werde die Quest garantiert nicht unerledigt lassen, das ziehen wir jetzt bis zum Schluss durch. Da müsste schon ein Notfall eintreten, dass ich hier jetzt abbreche. Gut, dann dadurch. Schwenk nach rechts. Da waren wir auch schon. Reaktor auf triolisches Portal umleiten. Jo, gut, den haben wir auch schon geführt. Da kam jetzt eigentlich eine wirkliche Überraschung. Ich habe ihn trotzdem verpennt. Jo. Und sie hat schon wieder den medizinischen Dings da aufgestellt. Den finde ich echt gut. Hallo, warum? Kerl. Hallo, ich möchte auf den da schießen. Wäre das machbar? Danke. Ja, super. Passt schon, mach ruhig was du meinst. So, temporales Portal haben wir irgendwie geblitzdingst. Wir haben noch ein weiteres Problem, wir haben zu viel triolische Energie absorbiert, dass eine erneute Reise durch ein Portal diese Strahlung giftig machen könnte. Normalerweise würde ich das einfach mit Hyronalin ausspülen, aber
Unsere medizinische Ausrüstung sind nichts gegen Phasenbestimmungen geschützt. Unser Hyaluronvorrat ist vermutlich bereits bestrahlt. Solch ein Problem hatten wir nicht oft. Wir brauchen große Dosen an Hyaluronalin, um die vorhandene zoologische Strahlung zu finden und uns für den Rückweg durch das Portal zu schützen. Es gibt eine Person, die das vielleicht für uns besorgen könnte. Ja, haben wir auch schon durchgelesen im Dialog. Das ist natürlich Dr. Pille. Wenn jemand Zugang zu solchen medizinischen Vorräten hat, dann der. Muss man nur noch davon überzeugen, dass er uns hilft. Reden Sie mit McCoy. Brauchen Sie sonst noch etwas? Also, ich habe einen Freund, der ein bisschen zu viel triolische Energie abbekommen hat und etwas Hyaluronalin gebrauchen könnte. Ein Freund, bei allen Strahlungseruptionen, mit denen die Station zu tun hat, waren wir vielleicht selbst in eine Hyaluronalin-Knappheit hineinlaufen. Vielleicht könnte ich einen Hypo abzweigen, aber wenn Ihr Freund Strahlung abbekommt, ist er oder sie bereits auf der Station. Ich brauche eine doppelte Dosis, um eine erhebliche Menge der triolischen Strahlung auszuschwimmen. Sie sollten niemals Ihren Arzt oder Ihren Barkeeper anrufen. So viel Strahlung würde bedeuten, dass Sie mit etwas Kontakt hatten, das näher am Mittelpunkt liegt, zum Beispiel das Herumspielen mit triolischen Wellen. Sie brauchen kein grünes Blut und spitze Ohren, um zu wissen, dass das eine schlechte Idee ist. Du wirst lachen, Melaya hat grünes Blut und spitze Ohren, wenigstens in diesem Spiel. Aber als die Leute auf dieser Station es wirklich brauchten, da kamen sie. Ich weiß es zu schätzen. Ich denke, dass ich einige Dosen abzweigen kann. Lassen Sie das nur den Captain der Station nicht hören. Danke. Gut. Sehen Sie, ich bin nicht sicher, wer Sie sind oder woher Sie kommen, aber ich schaue einem geschenkten Garten immer nicht ins Maul. Ich bin nur ein alter Landarzt, aber ich bin schlau genug, um nicht zu viele Fragen über eine kleine, unerwartete Hilfe zu stellen. Sie sollten hier vielleicht nicht noch länger herumlungern, sonst fangen die Leute an, Fragen zu stellen. Ich werde diese äußeren Stimulatoren einen guten Zweck zuwenden und danke, Sie haben heute eine Menge Leben gerettet. Ja gut, das klingt doch positiv. Wir können das Portal zurück zu unserer Zeit nehmen, wann immer Sie bereit sind. Können Sie in Ihre eigene Zeit zurück. Schön, Sie haben alle Aufgaben hier erfüllt. Möchten Sie da auf das Schiff bringen? Yes! Jetzt sind natürlich noch 20 Minuten übrig, aber ich rechne mit einer Beförderung und dann werden wir die 20 Minuten damit verbringen, um ein neues Schiff zu kaufen und einzurichten. Der Triffenkomet ist also die Quelle der triolischen Strahlung, das erklärt einiges. Allerdings können wir ihn nicht einfach in unserer Zeit zerstören. Die Defidianer haben die Mittel, um zurück ins 23. Jahrhundert zu gehen und seine Energie dort zu nutzen. Allerdings ist dies ihre einzige weitere Chance. Davor gibt es keine Rosana-Station, sodass es keinen Ort gibt, der nahe genug an der Flugbahn des Kometen liegt, um sie für sie nutzbar zu sein. Die einzige logische Lösung liegt darin, die Vergangenheit zu ändern. Zerstören Sie die Kometen dort und retten Sie die Föderation. Wie es sich gerade trifft, habe ich Zugang zu einer Möglichkeit, Ihr Schiff zurück ins 23. Jahrhundert zu transportieren. Es ist riskant, aber ich denke, die Chancen stehen gut für Sie. Und falls nicht, es gibt immer ein zweites Mal. Ich werde die Vorbereitungen treffen. Halten Sie Kontakt. Break Ende. Sie erhalten folgende Belohnung. Fähigkeitspunkte, Expertise, wählen Sie eins aus dem folgenden aus. Nachrüstbare Vorhandene Phaser-Bank. Oder 8 an Phaser-Bank. Tja. Gute Frage. Nächste Frage. Was haben wir denn da vorne? Vorne haben wir eine MK6, hinten haben wir eine MK6. Wow, bin ich genauso schlau wie vorher. Aber ich denke... Ich denke, ich stärke mal die hinteren Waffen. Belohnung einsammeln. Congratulations. Ja, das habe ich mir gedacht. Wir werden von Admiral Quinn gerufen. Hallo, alte Socke. Gruß, Admiral. Ich habe neue Befehle für Sie. Promotion, Konteradmiral und drei Ränge. Glückwunsch, Amakuni. Sie haben sich als unverzichtbar für die Sterne und Flotte erwiesen und den Respekt Ihrer Mitoffiziere erworben. Kehren Sie zum Raumdruck der Erde zurück und formulieren. Formelle Anerkennung für Ihre Beiträge zur Föderation zu erhalten. Diese Mission bringt Ihnen ein freies Schiff ein. Reden Sie mit Admiral Quinn nach dem Erdraum, dort Sie erhalten folgende Belohnungen.
Fähigkeitspunkte und so weiter, das übliche Gedöns. In Arbeit, dann Dienstoffiziere haben sich wieder abgeschossen oder so. Hey, Hydrazingas. Hydrazingas? Nee, ich glaube Tetrazingas. Deshalb, nee, jetzt nicht, Craig. Du hast kein Gefühl für den richtigen Zeitpunkt. Raff aufs Schiff. Zurück zur Erde. So. Das ist jetzt direkt komfortabel. Da kann ich jetzt den Rest der Folge eigentlich damit verbringen, das neue Schiff auszusuchen, auszustatten und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir diesmal ein Wissenschaftsschiff nehme und bei Level 50 wieder ein Kampfschiff, damit ich wenigstens ein Wissenschaftsschiff im Sortiment habe und nicht nur Kampfschiffe. Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken unter dem Aspekt Erderaumdock. Und wenn das Wissenschaftsschiff nicht ganz unmöglich ist aus irgendeinem Grund, dann mache ich das auch. Dann muss ich zwar möglicherweise auf zwei taktische Stationen verzichten und habe dann nur noch eine, aber dafür habe ich zwei Wissenschaftsstationen. Wir gucken es uns an, ganz einfach. Das entscheiden wir dann. Wenn das Wissenschaftsschiff absolut nicht in mein Konzept passt, dann lasse ich es. Ein bisschen vorwärts andocken und so. Die vermehren sich schon. Wow, die Viecher sind mir irgendwie gruselig. Verwerfen. Ja. Verwerfen. Irgendwie. Also, nein. Ich habe nicht vor, die Viecher zu züchten. Dem kann ich nicht allzu viel abgewinnen. So, andocken. Ist, weil bevor man sich versieht, hat man das ganze Inventar voller Tribbles und da habe ich keinen Bock drin. Vielleicht mache ich den Scherz später mal, einfach nur weil es lustig ist, aber jetzt nicht. Gut, dann brauchen wir erstmal Admiral Quinn. Den finden wir da hinten ums Eck. Einmal kurze Kurve. Reden wir mal mit ihm. Sprechen Sie mit den Leuten, Laurel, wissen wir schon. Glückwunsch und so weiter, neues Raumschiff. Lese ich jetzt nicht vor. In Arbeit. Jetzt müssen wir wieder zu Leutnant Laurel gehen. Das war ums Eck. Also wiederum. Also so vom Level-Design her finde ich Station da echt prima. Schön gemacht. Und wenn man da zum Fenster rausschaut, ahnt man, wie riesig diese Schiffe sind. Den Anblick, den gönnen wir uns gerade mal. Ist das die Prometheus möglicherweise? Nett. Nee, ist möglich. Ich glaube, die Nase ist anders, die Defektoreinheit. Aber gut, beeindruckend, ne? Wo sind jetzt Leutnant Laurel? Hier, oder? Genau. Herzlichen Glückwunsch und so weiter, dass Sie es zum Admiral geschafft haben. Sie haben den Segen des Admirals, sich an Ihrem neuen Rang entsprechendes Schiff auszusuchen. Schauen Sie sich in meinem Geschäft um und die für Ihren Rang vorgesehenen Raumschiffe sind aufgelistet. Neues Raumschiff enthalten, erhalten, auswählen, durchsuchen. Dann liebäugeln wir mal mit. Sind das Kontra-Admiral-Sachen? Wie geht das raus? Wo steht denn das? Und der Admiral, warum das macht die? Genau, das macht die Sache doch viel leichter, ne? Ich könnte mich jetzt zwischen einem Sovereign Enterprise und verbessertes Escortschiff, was hat denn das? Das hat sogar zwei Wissenschaftsstationen. Nicht die besten, aber immerhin, wie schaut's aus mit einem Forschungsschiff?
Ich sag's mal taktische. Boah, ja. Die taktischen Stationen sind halt wirklich nicht der Brüller, echt nicht. Punkt machen 3. Punkt machen 4. 4, 4. Allerdings nur eine. Also, rein von der Bewaffnung ist natürlich das Escort-Schiff die richtige Wahl. Ich bin unentschlossen. Ich möchte schon gerne mal ein Aufklärungsforschungsschiff im Sortiment haben. Allerdings haben wir dann natürlich nicht die beste Bewaffnung. Aber ich denke, ich mache das. Und das nächste Mal kommt, im nächsten Level kommt dann wieder Vizeadmiral und untere Hälfte Vizeadmiral. Ist das dann für Level 50 oder was? Das nächste Mal wäre dann das hier dran. Oder was? Nee, Quatsch. Egal, kümmern wir uns mal um jetzt. Konteradmiral untere Hälfte. Diesmal. Nein. Nein. Nicht Vizeadmiral, Konteradmiral. Das hier bitte. Souverän ist natürlich ein Traumschiff, ne? Aber das mache ich nicht. Ich bin kein Tank. Ich denke, ich nehme es jetzt mal in Variante. Polaris. Oder Sol. Sol schaut schick aus. Ich nehme jetzt mal ein Wissenschaftsschiff und Forschungsschiff. Ja, ich möchte jetzt wirklich, weil es wird sich vielleicht als Fehler erweisen, da muss ich dann durch. Masari, ich habe mir über den Namen noch gar nicht wirklich Gedanken gemacht, jedenfalls nicht ernsthaft. Was nehmen wir denn da? Haben wir einen ordentlichen Klot? Nö, Hürdigen auch nicht. Equanteur, Lampas, Kasper auch nicht. Mozart. Nee, Hilfe. Gut, was nehmen wir denn als Namen? Prometheus war passend. Jetzt haben wir ein Forschungsschiff. Was wäre denn ein Forschungsschiff? Voyager, das ist ein bisschen abgedroschen, das ist. Nö, machen wir nicht. Santa Maria. Nein. Ich möchte eigentlich schon gerne einen anständigen Namen vergeben. Jetzt fällt mir so leicht keiner ein. Ich mache mir mal offscreen Gedanken drüber, das müssen wir nicht auf Video aufnehmen. Bis gleich. So, ich habe mich für einen Namen entschieden. Wir werden das Schiff USS Kimsha nennen. Und zwar habe ich da mein Japanisch-Lexikon bemüht und das heißt ganz einfach Forscher. Oder? Moment, nochmal, nicht, dass ich jetzt Krampf erzähle. Crucible müsste eigentlich Forscher heißen. Aber nicht, dass ich in der irgendwie Zeile verrutscht bin. Ich schaue nochmal nach. Nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzählt habe. Das korrigiere ich lieber gleich als später. Wo steht es denn jetzt? Crucible Mucke. Doch, stimmt schon. Forscher. Ken Kyusha. Ja. Im Grunde, ja, passt. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich lerne wieder eine Vokabel ganz nebenbei. Okay, erledigt. Dann wollen wir das noch personalisieren. Wenn Sie Schiffsausrüstung anfordern, modifizieren Sie Ihr Schiff. Raumschiff anpassen. Ja, gut, muss ich erst auswählen. Muss erst Ken Kyusha auswählen. Schiffe und Shuttle.
Ergebnis gleich wieder. Schiffe reparieren, modifizieren. Wählen Sie Ihr Schiff aus. Wieso muss das alles über NPCs laufen? In Q-Star. So. Gut. Um die Ausrüstung kümmere ich mich offscreen, das ist wahrscheinlich. Was mache ich denn? Wählen Sie Ihr Schiff aus. So. Kin, Q-Star. Raumschiff bereit machen. Jetzt. Gut. Dann. Modifizieren. Hinsichtlich wahrliche Raumschiff anpassen. So, das ist also die Kimscha. Gefällt mir eigentlich so schon ganz gut. Finde ich ganz in Ordnung. Die Kimscha Typ 1 Material. Den machen wir uns erstmal fortgeschritten. Ich möchte mal gucken, was für Bauteile mir zur Verfügung stehen. Also die Zeit nehme ich mir schon gern, weil ich fliege schließlich in Zukunft mit dem Ding rum, ne? Und hallo. Ich glaube, so sieht man es eigentlich recht gut. Untertassensektion ist Luna. Was ist ein Polaris? Sol. Ich glaube, Sol gefällt mir sogar besser. Jo. Hülle. Polaris. So. Na, ja, dann lassen wir Luna. Finde ich ganz gut so. Dann. Warpgondeln. Kurz von der Seite angucken. Und die anderen. Polaris. Da fand ich die anderen besser. Die hier. Das ist eine Missionskapsel. Keine Missionskapsel. Ah, das ist da oben. Okay. Polaris. Ich habe keine Ahnung, wofür das Teil gut ist. Ist wahrscheinlich. Also ausschauen tut sie irgendwie wie ein Schacke. Mensch. Also das Ding zu rotieren ist ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, das passt ganz gut so. Dann Pfeiler. Ihr wisst, ich bin ein Freund kompakter Bauweise. Deswegen tendiere ich sogar dazu, auch wenn es vielleicht nicht hübsch ist. Aber ich gehe davon aus, dass es praktisch ist, vor allem, weil ich ja Taktiker bin und normalerweise Schiffe konstruiere mit kleiner Angriffsfläche. Muster werden wir keine brauchen, oder? Wir können ja mal gucken. Ja, warum eigentlich nicht? Das ist Standard. Also ich sehe da keinen Stern, keine Sternbilder drin. Ich verstehe die Bezeichnung nicht. Standard. Keine. Die gibt es ehrlich gesagt keine, die mir irgendwie besonders gut gefällt oder besonders schlecht. Ich finde, das hat was. Nimm mal das. Da eine Hülle. Vielleicht kann ich da einen einheitlichen Stil machen, Jungfrau. Jo, mach eine Jungfrau-Style. Warum nicht? Missionskapsel. Also ich weiß nicht. Es trägt so dick auf. Ich glaube, ich lasse das Ganze mit einfach. Einfach ohne irgendwelche Schmerzen. Es trägt mir zu dick auf, Leute. Das ist allerdings dezent. Ich glaube, ab der Warp-Kombi könnte ich es drauf lassen.
Konten und Pfeiler könnte ich irgendwo. Das kann man machen. Das finde ich schaut nicht schlecht aus. Gut, dann haben Material Typ 1, 2, 3, 4, 5. Ich finde das nicht schlecht. Gefällt mir. Machen wir Fenster. Das ist eigentlich eh sowas. Für mich schauen die einen aus wie die anderen. Ich sehe da echt keinen. Die Fenster scheinen ein bisschen größer zu sein, nehmen wir die. Innenraum. Standard. Ursprung. Glatt. Mehrzweck. Zukunft. Delta. Forscher. Also ich hätte eigentlich schon gern große Fenster. Was mit so mittleren Fenstern kommt ja überhaupt nicht in Frage. Es ist nur anders eingefärbt. Ja, das glaube ich, dass die was kosten. Die Dinge, die ein bisschen mehr hermachen, die kosten natürlich. Ja. Gut. Ich glaube, wir lassen den Ursprung. Da haben wir wenigstens ein ordentlich großes Fenster. Gut, das lassen wir so. Das ist mir eigentlich schon wichtig. Also große Fenster, was soll ich denn mit mickrigen Fenstern? Dann speichern wir das mal. Haben wir das jetzt gespeichert oder nicht? Uniform gespeichert. Okay, kaufen vielleicht. Ja, wir kaufen das für 0 Gold. Hinsichtlich. Gut, ausrüsten werde ich das jetzt offscreen. Ich stoppe hier mal die ganze Geschichte. Bedanke mich fürs Zuschauen. Das fertige Schiff kriegt ihr dann das nächste Mal zu sehen. Bis demnächst.